Ich mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Wir müssen das kurz so stehen lassen. Bin bei Fearsome, glaube ich. Als nächstes, beziehungsweise den Waffenskill. Vielleicht erstmal den Waffenskill. Stun wäre nämlich echt ganz geil. Oder halt Cleaver? Weiß ich nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. Viel Melee-Skill kriegt es ja nicht mehr. So, nehmen wir jetzt einen Stunner mit. Oder Flailen wäre auch nicht so schlecht. Das war's dann, wo wir tot haben. Mason wäre halt Stun, ne? Knockout, Knockover und Strike Down, Chance to stun the target if not immune. Ja, kannst du besser stunnen. Aber wenigstens mal was Neues. Ach, Dodo. Wir sind auch mit LOL. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen Mace, Mastery oder Fearsome oder Berserk. Ich glaube, für Berserk haben wir nicht genug Ausdauer. Oder Recover, damit wir dann weiter kämpfen können. Ja klar, nice! Oder Gifted. Ob wir erstmal die Mace Mastery nehmen, damit wir ihn mehr stunnen können, ohne so viel Ausdauer zu verlieren. Der ist halt jetzt ein Macer. Roots und Berries kriegen wir auch noch ein bisschen. Der ist ja hübsch von euch. Sonst habt ihr aber irgendwie nichts hier. Gehen wir nochmal hier oben die Runde und dann wieder hier unten rein, würde ich sagen. Gucken wir, was in der Granitschanze abgeht. Also auf jeden Fall, Vorräte haben wir gerade eigentlich ganz gut. Zumindest von der Anzahl her einfach. Ich glaube, die halten aber nicht so lange. Ja, hier haben wir schon die Roots und Berries, die bald draufgehen. Ja. Wir sammeln gerade Geld eigentlich für fette Ausrüstung. Da wir gerade ganz gut in der Ausrüstung sind. Hier mal wieder erstmal an meinen Leuten alle schön mal ausgeben. Bleached out ruins on your way here. Weil it's in the forest to the southeast. Someone should hire you to burn that thing to the ground. Nothing good coming from there, that's for sure. Okay, es gibt also einen Point of Interest. Im Südosten von hier. Südosten würde bedeuten hier irgendwo wahrscheinlich. Bleached out ruins. Stand da? Nicht wie weit. Steht nicht wie weit. Auftrag. 1400, 350, das ist auf jeden Fall okay. Intercept 1000 raiding parties around Filzmoos. Da dürfte es nicht so viele geben. Ihr wollt es nicht haben, nicht für sinnvollen Preis, kaufen. Das können wir kurz verkaufen und noch ein bisschen Gold rausholen. Wie ist euer Preis hier so 14? Das ist ja halt absolut meh. Das ist ja absolut meh. Weapon Smith. Haben wir vorhin jetzt schon geguckt? Achso, hast du vielleicht einen besseren Mace? Was einen besseren Mace? Kostet aber wieder mal 2500. Scheiße, ey. Hat aber auch mehr Effektivität gegen Armor. 10%. Oh, hier ist auch der. Oh, hier ist auch der bessere Warhammer. Aber den Warhammer haben wir jetzt gar nicht mehr, oder? Haben so nur doch jetzt genau den Mace gegeben und die Mace Mastery. Der ist kein Warhammer mehr. Nö, nö, nö. Wenn hier alles so teuer wäre. Wir versuchen die Raiding Parties zu intercepten. Ist noch irgendjemand, den wir haben wollen eventuell? Militia. Chance to have any attacker required 2 successful attack rolls in order to hit. Ja, 2 geile Perks für einen Frontliner. 5 Melee Defense fängt er an. 61 Milli Skill. Hat ein bisschen wenig HP, aber ansonsten ist es eigentlich ganz geil. Und Fatigue. Ist die Range Defense halt drauf, das ist ein bisschen doof.
Aber ich glaube, aktuell brauche ich ihn eigentlich nicht, denke ich. Hoffe ich. Wenn ich jetzt Raiding Parties intercepten will. New travels fast with a bit of religious bearing. The Oracle has been taken by the Northern Crusaders. Mal wieder. Aber wir gehen ja sowieso nach Südosten. Da wollten wir eh gucken wegen dem Gerücht, das wir da gekriegt haben. Und ja, Moment, wir laufen jetzt über Full Speed. Über die Berge ist ein bisschen langsam. Hier ist nichts zu sehen. Also wir können ja tatsächlich einen relativ weiten Lichtkegel haben. Hier ist schon mal nichts. So einfach quer drüber. Spannend. Don't let them burn any locations. Ja, hallo Filzmus. Oh, Unhold Attacks. Eieieiei. Dann campen wir halt mal hier, ne, in Filzmus. The Fallen Star has been taken by the Northern Crusaders. Okay, zwei Sachen direkt bei den Northern Crusaders, ey. While on the march, you come across a line of stop wagons. Realize the wagons are caged with each serving a prison to a wild animal. Achso, das ist es, wo der Wild Man gefangen genommen wurde. Wo wir eine Leiche aus dem Käfig des Wild Mans ausholen sollen. Okay. Does it look like an animal to you? The grins, city folk have gotten wind of the unsurrendered wild man to see the claws. Any of my helpers got two claws and well, yeah, I can't go into town with that mess. So können 250 Kronen kriegen, wenn jemand das rausholt. Können aber vor allem auch ein bisschen Melee-Skill kriegen. Und ich glaube, das werde ich jetzt versuchen, weil ich denke, meine Leute sind eigentlich ausbildend genug, um da was rauszuholen. Die sind sehr kampferfahren. Schicken jemanden rein, Rebels, Initiative und Resolve. Dass wir da den Range-Dude reinschicken, verstehe ich nicht ganz. Aber wir kriegen 250 Grauen und alles und helfen dem Dude. So, Intercept Raiding Party. Was sind denn hier Raiding Parties? Around Filzmoos. Hallo Raiding Parties. Da sind Raiding Parties, 17. A few gunners, some adaptive, many conscripts. Prepare to engage. Ich dachte, wir nehmen halt die Trading-Karawane mit rein für ein bisschen Ablenkung. Haben wir geschafft. Sehr schön. Die Adaptive machen, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, ich will hier versuchen, ein bisschen zu flanken. Erste Down. Nice. Der erste ist down. Von den Dudes. Von den. Das sind, glaube ich, sowas wie Sklaven. Ey, geht doch nicht in die Front, ihr blöden Idioten. Ihr seid nicht so smart. Wisst du das? Ihr seid eindeutig nicht smart. Aber es sind eigentlich echt viele schlecht ausgestattete dabei. Muss ich mal so sagen. Erstmal den Stun. Wenn er sonst nichts mehr tun kann. Dann gehen wir auf dich hier. Du solltest sterben, bevor du nochmal dran bist. Okay, wir machen hier viel zu sehr einen Klumpen für die Gunner da hinten. So für meinen Geschmack. Da oder da hin? Ah, damit. Oh, egal. Dammit! Geh doch. 75, hier, zack. Zack, weg mit dir. Zack. Zack. So, und dich nehme ich auch noch mit hier, zack. 95 und... Wieder eine 100 gerollt auf eine 95, Alter. Ich gehe am Stock. Ich gehe am Stock. Ja, jetzt macht ihr gleich AOE. Shit. Natürlich nur einen getroffen von mir. Er ist gefährlich, die sind gefährlich.
Todesheim, hallihallo. Wunderschönen guten Tag. Hallihallo. Ich komm doch hier hoch, ne? Dann kann ich immer noch da drauf schießen. Yes. Haha. My evil plan working out. Oh Gott. Das ist so dumm. Die Karawanentypen sind so strunzdumm. Nee, jetzt gerade geht's, aber wahrscheinlich haben wir es jetzt wieder gekickt damit. 57, 56. Also bis jetzt ging's gerade, wie du siehst. Ging's ganz gut. Gefühl, ich muss noch einen Schritt zurück machen. Aber ja, das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Sachen, die schief gehen. Oder Rolls, die schief gehen. Ich will, glaube ich, hier rein und dann will ich mal kurz blocken. Oh, der lädt nach. Der lädt aber nicht nach. Aua. Au. Oh, Schädels. Das ist halt alles im Range, ne? Ah, das ist gar nicht meiner. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, das wäre meiner. Aber ist ja gar nicht meiner. Das war auch nicht meiner. Das ist immer ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. So. Hier dürfen wir nicht mehr attacken, wenn wir das machen. Dann gehen wir mal hier lieber ganz außen rum. Du bist gestunt, ne? Du nicht. Dann haben wir dich. Du bist auch eklig. Ich muss ein bisschen Überblick behalten, was ihr meint ist und was das von der Karawane ist, ey. Jetzt haben wir dem ja das Schild geklaut, dann sollten wir den auch, glaube ich, angehen, ey. Das ist meiner. Auf jeden Fall muss aber leider auch wieder weg. Mach's gut. Dann viel Erfolg, viel Spaß. Und tschüss, danke fürs Reinschauen. So, 54, 74. Ach, komm schon. Fuck you. Lute, du Sau. 51. Das ist schlecht. Ja, yeah, let's go. Bisschen schön breit sind, wenn wir nicht so reinklumpen. Ja, jetzt können wir halt beide. Puff, das ist jetzt schlecht. Dammit. Ja, nee, das ist schlecht. Da müssen wir weiter ran. 54. Zielter Schuss. Yes. Oh, du kannst ja, glaube ich, stehen bleiben. So eine Pelle, auch ich dachte gerade. So eine bist du, ne? Oh, puh. Hat den komischen Karawanentyp erledigt. Wird immer wieder getauscht, ey. Das ist so mies. Jemanden rausfokussen ist fast nicht möglich. Hallo? Du hast die Zweihandwaffe, ne? Aber du bist dafür, 77, 82. Aua! Ah, das ist wieder Karawanengard. Das ist so schön, dass er die zuerst nimmt. Hör doch auf, den die Waffen kaputt zu machen, Mann! Offensichtlich gibt es dann mehr Probleme, als es hilft. Aua. Er ist immer nicht tot, die Sau. Ey, wir haben so viel geworfen, wie wir konnten. Jetzt muss er nur da rein lunzen. Kann er mit dem Schritt ranmachen, zuschlagen, wieder einen Schritt rausgehen, ne? Das ist schon ziemlich nice, ey. Oh, da will ich nicht hin. Ich will hier hin. Wenn ich nächste Runde ihn hauen kann, im Zweifel. Blute, du Sau. Ja, 42. Jawohl.
Oh, du bist auch der 72er, den wir hier versuchen. Jawoll! Aua. Moment, du bist immer noch Karawanenhand, ne? Huf. Ich hab sonst zwischendurch immer ein bisschen Angst, ey. Hallo. Du bist Solo, ne? Dir geht's nicht mehr so gut. Hätte ich das doch nicht machen sollen, ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen under-equipped. 73, 78. Hier, zack. Du hättest jetzt aber reingehen können, oder? 39, 53. Oh, shit, ey. Der ist hier am Fighten, ne? Zahnen wir den erstmal, damit er weniger zu tun hat. Und dann gehen wir hier noch einen Schritt rein. Wir können hier noch hingehen, ne? Wir können den machen. Dann haben wir leider keine AP mehr, um irgendwas zu machen. Gehen wir wieder einen Schritt raus, mit der er uns nicht hauen kann. Du noch dran? Nee, du bist auch nicht mehr dran. Aber hier hin und dich hauen. Batz! Sono, es ist jetzt langsam problematisch mit dir hier. Langsam ist es problematisch. Dich nehmen wir nicht raus, okay. Scheiße. Schade. Dass sie halt doppel Overwhelm haben, ne? Das wird echt schwer, den noch zu hitten. Mit 65 hier. Das ist so scheiße, ey. Hier ein 82er da verhauen, ey. Ich glaube, daran könnte so nur noch sterben, an der ganzen Kacke, die wir hier nicht treffen. Finally, ey. Jetzt geht ihr wieder rein, ne? Natürlich. Jetzt müsst ihr nämlich den Kill snacken hier. Mein Kill. Sehr schön. Jetzt kann Solo einen Schritt rausgehen, damit er nicht von dem gehauen wird. Das sieht sehr, sehr gut aus. So. Dann wir den nochmal, damit er nicht zuhauen kann mit der Nyushka. Wir müssen bis dahin, damit wir zuhauen dürfen. Dann machen wir das nicht. Guten Tag. Wir dürfen nochmal schlagen. Ersten Schritt gehen, dann schießen. Das waren 88er! Alter, what? Dafür trifft er ihn. Ach, come on, Mann. Come on, Mann. Das kannst du aber keinem erzählen. Moment, hier ist ja noch ein Gegner, ne? Dürfen wir nicht vergessen, dass da noch einer mittendrin steht, der am Weglaufen ist. Dass du jetzt da mittendrin stehst, ey, du wirst gleich einfach nur aufgeschlitzt werden von denen, ne? Ich muss eigentlich schon mal dahinter stellen. Der hier wird gleich... Wobei, der könnte jetzt meinen angreifen, ne? Optimal. Oh shit. Ich muss doch hier wieder mit rein. Dahin und den. Zack. Zack. Wenn den hier oben rausnehmen können, hätten wir nochmal den so attacken dürfen sowieso. Sicherheitshalber mal stun, nicht dass ihr noch komische Sachen macht. Du wirst eh wegrennen. Ja, dann darfst du auf den schießen.
Ich muss bis hier hin, um dann ihn... Yes! Nice. Weil da ist die Karawane noch gestorben, das ist okay. Sehr schön. Na gut, jetzt ist glaube ich durch. Jetzt ist glaube ich durch. Hey, guten Minus raus. Jawohl. Ach, der fehlt noch. Null. Völlig vergessen. Völlig vergessen. Oh, der Karawan hat den Kill gekriegt. Ah, wieder schön Loot, schön XP. Wieder eine Kanone. Wie viel wert ist? Oh. Das haben wir jetzt hier einfach einen Shit mitgenommen. Tja, ne? Irgendwo haben wir jetzt Shit mitgenommen. Sowas hier. Das ist nichts wert. Die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir das automatisch looten, wird es doch auch direkt gestackt. Dann müssen wir eigentlich das hier mal. Dem tauschen. Mich glaube ich auch ziemlich viel wert. Olam Two-Handed. Und hier haben wir eine ganz gute Rüstung, glaube ich, so insgesamt. 900. Rüstung. Noch einen davon. Irgendwie so, dass irgendwie der halbwegs nach dem Wert ist. Würde ich sagen, so rum. Lief. Weiß nicht genau, was wir alles gekriegt haben, ehrlich gesagt. Immer nur 96 von 99, the fuck. Er nimmt es nur einmal, er stackt es nicht, wenn das wieder... Okay. Nimmt es nur einmal. So, Felix. Du hattest ein schwaches Herz, ne? HP ist nur doof. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall die Defense. Dann nehmen wir hier, glaube ich, nochmal... Das. Und das. Würde ich sagen, du brauchst mal noch eine dickere Rüstung. Doch viel fetter. Das sind 140 und 150, ne? Da geht noch mehr. 140 minus 8 minus 9. Das ist die bessere Variante für 140er Helme. Und du hast einen Skimitar mit einem Schwertperk. Ja, jetzt können wir halt wieder Fearsome gehen. Hoffentlich. Würde ich sagen. Wir sollten bei ihm, glaube ich, mal Taunt dann leveln. Bei Sotilux. Würde ich sagen, wir gehen hier auf Fearsome. Damit die dann immer schön Moral-Trigger kriegen. So, Road Fader. Road Fader ist auch ein Battleforge-Tank mit Steel, Brown, Brawny. Also auf jeden Fall das. Oh shit, das ist aber nicht gut. Das hier, die plus 3 hätte ich gerne. Wahrscheinlich auch die 4 HP, ne? So. Oh. Du hast keine Verletzung, die HP killt. Okay. Du hast 48 Defense. Dann würdest du wahrscheinlich auch den Taunt nehmen. Oder Gifted. Gifted für einfach mehr von allem. Es wirst nochmal Gifted. Auch mal plus 3, geil. Nochmal plus 4. Nochmal plus 4 wahrscheinlich. Für die Ausdauer. Yes. Ja, das war aber nur eine von den Raiding Parties. Mehr Raiding Parties irgendwo? Also für mich wäre das okay. Sollen uns vielleicht hier auf den Berg daneben setzen, weil ich glaube auf dem Berg sieht man noch mehr. Da sind sie. Some indebted, an officer, in a few gunner, many conscripts. Die Gunner wären natürlich geil jetzt bei Nacht, ne? Aber oh. Uns geht's nicht so gut, so richtig. Uns geht's nicht so gut. Ne? Also auch die ganzen Rüstungen und so hier, 42er. Du hast eine minus 7er Rüstung, ne? Dann kriegst du hier erstmal einen Ersatzhelm. Kriegst einen Ersatz 130er Rüstung.
Du hast noch ganz okay. Der habe ich, glaube ich, gar keine Ersatzrüstung. Damit wir ein bisschen wieder aushalten, ne? Du hast jetzt einen 77er-Helm. Ich muss die ganzen Sachen auch reparieren hier, bitte. Kriegst aber only receive 89%, was ist das vom... Also current total armor, okay, das ist also, wenn ich das hier wechsle, wird das auch besser, ne? Ja. Ja, du hast halt jetzt ein richtiges Problem. Du hast aber auch Dodge, ne? Ugh. Ja, so, nur dich müssen wir irgendwie ein bisschen zurückstellen, so, so. Und Satilux muss das irgendwie übernehmen, würde ich sagen. Felix hat vielleicht einfach die Runt-Aufgabe. So, vielleicht. Ich muss eigentlich mit in der Mitte mit reinlunzen. Bam, 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 bam. Können wir auch reparieren, euch auch. Ja, du hast ja eine 30er Rüstung, das hat echt, das ist echt shit. HP, ansonsten die Verletzung ist wieder weg, aber HP-wise geht es uns nicht ganz so gut. Ja, das werden wir jetzt irgendwie... Da müssen wir jetzt smart spielen. So, wir haben halt jetzt auch Nacht, also... Wir haben gar keinen guten Range-Vorteil, sonderlich. Du sollst mal bitte nicht scouten gehen, du sollst auch nicht scouten gehen. Aha. Da wird schon beispielsweise darum gekämpft, das wäre schon wieder ganz gut. Das ist einfach nur Ablenkung, diese Dinger, oder? Indebted. Da kommen nämlich dann die anderen Dudes ran. Oh, hier oben ist echt viel los. Oh, scheiße. Da muss der Tilux hier mitten rein. Da hätte ich nicht vorgehen dürfen mit ihm. 0,0. Oh Gott, wir haben zweimal nicht getroffen, ey. Bin zweimal nicht getroffen mit den wichtigen Leuten. Bindodritter. Du machst hier unten mit. Oh shit. Wie bist, gut bist du im Defense? 41. Du musst stehen nehmen. Holy shit, Alter. Was nimmt der Range hat sogar. 38, 35. Schade. Wir werden alle Zwubel. Nee, ich hoffe immer nicht, dass wir alle sterben werden. Das könnte, aber. Sag mal so, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass wir gerade ein dickes Problem haben. Weil da sau viel Rüstung hat die Sau. 63, 58. Also. Ich sehe das Problem. Kopf ab! So, der, du musst dann nächste Runde auch mit hier auf den gehen. Ziel. Oh, das war kein gezielter Schuss. Das wäre ein gezielter Schuss. Oh Gott. Da kommt noch die Gunner hinterher. Irr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 r
normales Arbeiten, also nichts Besonderes, aber war schon ziemlich nice. So, Ben, du bist nicht so gut im Defenden, ne? Doch, du hast auch 48, du könntest auch mit auf den gehen hier. Und währenddessen den hier unten kaputt hauen, in der Hoffnung, dass du das halt aussetzt, seinen umhauen. So. Und wir gehen damit rein. Nicht wegschieben. Aua, dass sie mehrere treffen können, ist so eklig. Es ist so eklig. 65, 35. Ja, du bist halt... Ein Officer werden wir ewig nicht treffen, ne? 80. Dann mach ich doch lieber den. 33, 48. Die scheiß Schilde, ey. 10, 19, 14, 38. 95. Jetzt, go. Darf er nochmal? Er darf nochmal sogar. 89. Zack. Oh, das ist schlecht. 38, 25er, 29er. Gezielter Schuss 58, 46. Gerade nicht zwei Hits gemacht. Du kannst nicht mehr laufen. Das ist gerade alles auf Messerschneide hier, ne? Ja, weil genau sowas. Du hast eigentlich. Du hast irgendwie 48, Ben. An Defense. Why? Letztlich mache ich kaum Damage, ey. Der hat 59 Defense, Alter. Ich würde ihn gern versuchen zu stunnen. Aber das sieht nicht so gut aus. Der zweite Hit natürlich, ne? Ich muss sagen, das Spiel ist auch ein bisschen dunkel gerade für das Gegenlicht, was ich hier habe. Masumoto, die geht's noch ganz gut, ne? Stich mal den ab. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, mit den 65, 67. Oder wir gehen hier runter und stechen den ab. Das sieht mir fast ein bisschen wertvoller aus. Das ist schlecht. Dass der gerade gesessen hat, ist super schlecht. Du musst mal nicht defenden, weil du musst mal gucken, Officer. Das wird den irgendwie... Wir könnten ja einen wegbomben, ne? Können wir nicht. Der 82er... War ein bisschen suboptimal. Wie viel haben wir noch zum Werfen? Noch ein. Gehe ich gleich mal hier rüber und versuche ihn hier reinzuwerfen. Nice Hit. Kann man nicht anders sagen. 866 hier. Blute, du Sau. Ah, schade. Dann mal versuchen, 85er zu hitten. 56, 34, 56, komm schon. Jawohl. 42, 28, das ist alles. Suboptimal, aber getroffen. Ja, super, dass es da gerade drüber flappt. Ich würde gern an dich hier hinten ran, wenigstens. Damit du mir weniger auf den Sack gehst. Anscheinend hat der auch eine Range-Weapon. The fuck? Es ist ja alles scheiße gerade. Ich glaube, mein Ben wird sterben. Einfach mit den Leuten gerade, die in der Front sind, aushalten.
Ja. Musst du jetzt mal rein. 47. Das ist nicht viel. Das nochmal überlebt hat, ey. Nope, geht nicht. Ein zweites Mal wegschieben hat nicht geklappt. Sehr schön. Das ist sehr gut. So. Richtige Ranges haben sie ja nicht. 71, 54. Brawny Sergeant Executioner Crippling Strike Shield Expert. Aha, der hat also super viele. Ups, super viele. Verletzungen. Auf die Leute. Puh. Ja, hier treffe ich halt fast nichts mehr von der Seite. Gib dich mal an, Rotfeder. Während wir ihn overwhelmen. Was ist denn den da, damit er nicht rankommt, ohne Helm, ey. Er hat keinen Helm mehr und er lebt noch. Absolute Frechheit, ey. Noch ein Overwhelm-Stack mehr, darauf, dass er weniger trifft. Hier kann ich hoffentlich noch jemanden stunnen. Sei mal gestunt, danke. Dammit, das war wieder auf den Kopf getroffen, leider. Killed Ben. Der Officer hat Ben gekillt. Schade. Das ist schlecht. Der hat gehittet. Mit einem 53er. Wir haben langsam keine Ausdauer mehr. Das ist ein bisschen unser Hauptproblem, glaube ich. Unsere Ausdauer ist ein dickes Problem. Und dass wir 73er nicht hitten, weil wir 100er rollen, Mann. Meine Fresse, ey. Wir treffen hier besser drauf als auf die Frontliner, die offen stehen. Ich hab den geschossen, lol. Doppel-Overwhelm, trifft nicht. Das hilft dann aber. Sehr schön, wieder einen raus. Ich glaube, ich will hier auf den... Ah, shit, da ist ja noch einer. Das habe ich nicht gesehen, dass der noch dran steht. Fuck. Dabei habe ich einen Hit kassiert, ey. Scheiße. .269 nicht hitten. Es ist unfassbar, Alter. Unfassbar. Stirb an Blutung. Ich glaube, du versuchst mir jetzt durchzuatmen und nichts zu tun. Wir hoffen, dass du das überlebst. Treff halt super selten gerade, ey. Der dritte 75er, der dich hittet, Alter. Unfucking fassbar. Dann treffe ich aber die 31er dafür, ey. Overwhelmed the shit.
Oh shit. Oh shit. Au, dir geht's gar nicht gut, Masumoto, ne? Es hat irgendwie nicht geholfen, dich ausruhen zu lassen. Halten das mal fest. Das hat nicht geholfen. 65 trifft auch nicht. Natürlich nicht. Was sonst? Wenn nicht treffen. Kann ich dich wegschieben? Okay, da ist kein Platz, um dich wegzuschieben. Dich nach oben zählt nicht. Hätte mir das Spiel auch vorher sagen können. Wenn nicht funktionieren kann. Wäre echt hilfreich gewesen. Der will rennen. Sehr gut, sehr gut. Der Office hat keinen Bock mehr. Dann kann ich hier stehen bleiben. Der hat keinen Bock mehr. Das ist richtig nice. Da ist mein eigener dabei, den ich jetzt treffen könnte. Wenn ich mich hinstelle, nicht, oder? Jawohl. Der hat keine... Na gut, dann musst du mit ihnen den Officer umstellen hier. Moment, wir sind hier im Nahkampf. Ja, 268 hier nicht drin. Also, es ist aber auch der Wurm drin, ne? Oh, das war... Uff. Hätte auch schief gehen können, sag ich mal so. Struck down Masumoto. Ach, scheiße. Der Kampf hat einfach zu lang gedauert. Einfach zu lang gedauert, der Fight. Der hat einfach viel zu lang gedauert. So, gehen wir da noch ran. Kopf ab, ihr Schweine. Masumoto, minus 10% Initiative ist vollkommen okay. Dass Ben jetzt tot ist, ist doof. Wir brauchen also wieder einen guten Ersatz. Es gab teilweise 400 XP. Ich glaube, auf Sonos war ganz okay. Swordlands, Two-Handed Scimitar. Das ist ein sehr geiler Loot. Das ist eine sehr, sehr geile Zweihandwaffe. Wie wir gerade gesehen haben, die sau viel AOE hat. Wir haben unser Necklace-Ball. Also auf jeden Fall wollen wir das hier haben. Auf jeden Fall wollen wir auch das hier haben. Und wir wollen auch unser Necklace eigentlich haben wieder. Crafted haben. Wir sollten aber... Moment, Nahrung hat Stacks. Wir sollten das machen. Medical Supplies. Das. So Sachen, die ja nichts wert sind. Die low quality sind, sollten wir jetzt hier halt sein lassen. Sich der Bohrspeer relativ wenig wert. Aber eh noch ein Bohrspeer. Oh, Essen. Das würde ich gerne wieder mitnehmen, weil es angemalt ist. 350, 900. Euch wollen wir halt eigentlich nicht haben. So, zack, zack, zack. 350 Saif ist uns wurscht. Die Lanze ist ganz witzig, weil sie halt böllern kann und quasi auf Stufe 2 ist. Ne? 30, 35, 25, 110. Ganz spannend. Powderbag. Ich glaube, für die Firelands brauchen wir. Jetzt Ammo für One Use, okay. 105 minus 5. Glaube ich nicht so geil. Hätte ich, glaube ich, ganz gerne den hier wieder. Das ist nämlich ganz geil. So, und der Reihenfolge. Würde ich sagen. So sogar noch. Oh, hier unten ist ja die Kanone, die Handcannon.
glaube ich, noch mehr wert sein kann. 78, 81, ja, die ist auf jeden Fall mehr wert. Dann so, dann Pech gehabt. Weil ich glaube, so viel nehmen wir nicht mit an Stack-Loot. Ja. Medical Supplies and Current Vengeance. Return to Granitschanze. Wir haben es geschafft. Wir haben 2 intercepted. Das reicht. Das hat uns wieder auch einen Frontliner gekostet, leider. Alles nicht optimal. So. Aber wir haben beide geschafft. Kurz hintereinander. Das ist schon sehr, sehr geil. So, wir wollen bei dir. Du bist Battleforged. Wollen also mehr davon. Mehr davon. Mehr davon. Halt einfach das aushalst. Fearsome. Dominable-dubles. Du hast nicht mal deine Schwert-Mastery. Du wirst nicht viel mehr Hit-Chance kriegen, also bräuchten wir bei dir die Schwert-Mastery oder sogar den Speer. Oder Dagger? Eigentlich Dagger. Dagger haben keine extra Hit-Chance, ne? Aber Dagger ist, musst du zuerst dran sein, damit du das Overwhelm hier nutzen kannst. Daher Schwert-Mastery it is, I guess. Weniger Fatigue. Ziemlich nice. Du hast eine Cleaver Mastery, was schon immer ein bisschen Damage ignorieren kann, ne? Can ignore Armor. Da ist Fearsome schon gar nicht so shit. Du bist halt super spät dran. Plus Defense. Plus Fatigue. Plus Skill. Dann Fearsome, weil er gut trifft mit 79 und Cleaver. Ja, würde ich schon sehen. So, dann haben wir einen Zap hier, ein bisschen mehr Range Skill. Passt noch kein Dodge. Willst du Dodge noch kriegen? Ich wollte mit euch overwhelmen, aber ich kann mit euch gar nicht dreimal angreifen. Ich habe nur einfach eine Range-Erhöhung. Ha! Aber ihr seid meine Overwhelm. Archer. Am besten mit Hit. Mehr Inni, I guess, dafür. Ein bisschen mehr HP, damit er überlebt. Wenn was rankommt. Halt, shit, ich wollte ihm Footwork geben. Naja. Ist dann so. Muss ich jetzt noch sehr vorsichtig mit ihm spielen. Und Jean hat auch Level 11 erreicht. Jean hat nur keinen, ja. Hier, let's go. Noch mehr Resolve. Ich glaube, Dodge und so hast du gar nicht, ne? Ich gebe dir Fearsome auch. Aber dann hast du halt wenig Defense, nahezu keine. Ich glaube, ich gebe dir mal lieber Dodge, damit du ein bisschen mehr überlebst. Weil sonst ist das absolut Katastrophe mit dir. Oh nein, ich bin dumm. So wenig, du hast doch keine Ini. Oh nein, ich hätte ihm nicht Dodge geben dürfen. Das ist absolute Katastrophe. Katastrophe. Dann gibt es ja einfach ein bisschen Defense so. Und AP, Range Defense. Pff. Tja. Oder ein bisschen bessere Rüstung. I guess ein bisschen bessere Rüstung. Ihm Dodge zu geben war absolut dumm. Er hat noch ein Level, wenigstens das. Dann kann er noch Fearsome nehmen. Uff. Das war ein Missplay. Wir müssten eigentlich mal wieder ein Zwubelchen machen. Hört mir gerade so auf, wir haben ja gar kein Zwubelchen mehr. Zwubelchen wurde, glaube ich, irgendwann mal in Rente geschickt und seitdem haben wir Zwubelchen nicht mehr wieder rekrutiert. Ich glaube, bei Granitschanze gab es sogar 1-2 Leute, die eine Option wären. Muss ich mal gucken. Silver Reach Spears. Rente, ja. Du bist jetzt bei deinem passiven Einkommen angekommen. Dir 1000 Kronen gegeben und dann bist du in Rente gegangen. Du wirst gar nicht so dumm, weil du hier gute Trades hast. Komm, dann würde ich sagen, bist du jetzt unser Zwubelchen 2.0. Hast ganz gut Skill, hast ein bisschen Defense, ein bisschen Fatigue für schwere Rüstung und kriegst davon noch mehr. Resolve ist okayisch. HP muss man halt versuchen zu leveln, hoffen, dass er ein bisschen Glück hat.
So. Aber den Spitznamen nehmen wir erstmal wieder. Bist nicht Zwubelchen der. Zwubel der Hengst, sondern du bist erstmal ganz normaler Dude. Wie jeder andere. Uch. Auf jeden Fall 110er Rüstung und ein Helmchen. Wer ist mit so einem hier? Mit 60 sollte man dir schon ein Schwertchen geben. Und auch davon was, würde ich sagen. Außerdem das noch. Und das. Da hast du schon die Vollausstattung von mir bekommen. Hoffen, dass du dich. Achso, wir haben jetzt hier voll, ne? Dich wollen wir leveln. Dich wollen wir gerade nicht leveln, aber na gut. Das Gefühl haben sonst ein bisschen viel Frontline. Ein bisschen wenig Frontline so rum. Wobei wir haben hier jede Menge Leute, die. Vielleicht nehmen wir dich erstmal raus, so rum. Du hast ja auch ein abgeschnittenes Ohr und eine kaputte Hand, also. So, ja, du hast ja auch nochmal hier weniger Initiative. Pierced Leg Muscles und Melee Defense weniger. Ja, ist alles nicht so optimal, sage ich mal so. So. Bitte mal alles reparieren hier. Du bist Nimble. Warum hast denn du dann eine minus 7, minus 8? Ach nee, hast du. Das ist alles gut. Du hast Battleforge. Da können wir dir aber den dickeren Helm wieder geben. Oder? Der war auch eigentlich auf dem Mars im Modo, oder? 88 hier. Fetter Helm. Hier ist noch ein 130er Helm. Da. Google, du hast logischerweise keinen 130er, aber du kannst dann den Helm nehmen, weil er eine bessere Verteidigung, also weil das Fatigue zu Verteidigung Ratio hat. Und bist du jetzt in der Frontline da? Fuck! Da wollte ich aber nicht hinstellen. Da wollte ich definitiv nicht hinstellen. Du, dich darf ich nicht so in die Mitte stellen, weil sonst vor ihm ist immer alles schon eingenommen an Plätzen. Ich will mal reparieren, dich will mal reparieren, dich nicht. Müssen wir unsere Sachen wieder bei einer guten Stelle verkaufen, tatsächlich. Einmal hier auch noch Silver Bowl und so. Ja, repariert das einfach mal mit, wenn ihr schon dabei seid. Dich reparieren wir noch. Wir können aber hier, wobei du hast ganz gut Resolve, wir hatten wenig Resolve, du hast wenig Resolve. Guck mal, du kriegst jetzt... Nee, nicht Sepp. Hier, Felix. Wobei, wir können auch Zwubel die Gliedmaßen unserer Gegner umhängen. Wenn er jetzt hier dabei ist. Da. Schön irgendwelche rausgerissenen Augen und Finger um die Hals. Das steckt in Resolve, Zwubel. Steckt in Resolve. So, wie ist jetzt hier der Plan? 16 ist aber eine Scheiß-Trade. Und unser Holz wollt ihr irgendwie auch nicht haben. Hier gibt es wenigstens wieder ein bisschen was zum Reparieren, was ganz gut ist. Essen, 3 Tage noch. Ja, wir nehmen noch mal ein bisschen Käse mit. Und wir trinken mal ein auf die geschaffte Mission, würde ich sagen. Haben wir noch einen jemand eigentlich, den wir mitnehmen wollen? Du bist wieder ein bisschen Deserter. Ja, eure Resolve ist halt immer für die Cuts. Eine absolute Katastrophe. Ein Cell-Sort hingegen. Was will ich jetzt? Also, der kann richtig gute Werte haben, ne? Der kann richtig gute Werte haben. So ziemlich alles, was du willst, außer ein bisschen wenig HP. Aber ich will gerade keine 3000 ausgeben, um die anzuheuern, weil dann, der kostet ja auch 44 pro Tag. Also. Das sehe ich uns aktuell nicht. Das hinkriegen. So, ich gehe mal hier nach Tannheim hoch. Da sehe ich uns aktuell einfach gar nicht. Ein Silver Spear ist hinterher hier. So, ihr habt Unholde. Unholde würde ich gerne fighten, weil Unholde ganz okayisch sind eigentlich. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Fractured Hand ist schlimmer. Ja, wobei. Nee, die 400 sparen wir uns. Also, dass er wenig Initiative hat, ist, glaube ich, wurscht. Ein Melee Defense, also will er eigentlich nicht Melee Defended werden. So. 740 für Webknechts, okay. Oder 1700 für Unholz.
Unholz will ich eigentlich schon machen, weil da kann man gute Sachen craften von. Speichern mal wieder. Nein, nicht loaden. Speichern mal wieder. Auf jeden Fall, dass uns das jetzt gleich komplett rippt. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit unserem guten Zwubelchen hier. Vielleicht lieber ein Speer dafür. Die Mission. Wird auf jeden Fall auch hitted. So. Hunter und Unholz around Tannheim. Hier sind irgendwelche komischen Spuren. Tannheim in Lischia. Die fighten die Unholz gerade. Ne, die wollen die Unholz nicht fighten. Haben sie, glaube ich, aber jetzt mit rein, ja, haben sie mit reingezogen, die Militia, an die Unhold, in den Unhold-Fight. Wir wollten hier gerne den High Ground haben. Du wartest ab, du hast den High Ground. Das sind 4 Stück. Ey, ihr lauft jetzt nicht vorwärts, ihr Vollidioten, oder? Das ist nicht so smart, dass die vorwärts laufen. Gegen Unholde. Muss ich mal so sagen, insgesamt. Wir haben jetzt ein paar Stunner dabei. Wir haben 2 Leute, die stunnen können dabei. Damit können wir die Hälfte der Unholde sogar rausnehmen, wenn sie rankommen. Ich glaube, die gehen ja erstmal unten auf die Militia, ehrlich gesagt. Ja, das ach. Du, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Die Miliz macht eine ganz schön Quatsch. Ja, dazu sollen sie nicht ran. Sehr schön, direkt mal einen abgeworfen hier. Jetzt sind wir mit hier hin. Sehr gut. Du kannst auch bleiben. Noch einen weiter könnten wir sowieso nicht angreifen. So, ja, gezielter Schuss hier. Zap, let's go. Zack. Nice shot. Und ihr sammelt euch hier oben irgendwie? Das ist ja komplett komisch. Eure Leute da unten kämpfen und ihr sammelt euch hier oben? Was seid denn ihr für feige Schweine? Was seid ihr denn für feige Schweine? Kommen wir hier hoch? Wir kommen ja nicht weiter, ne? Können wir warten, bis der vielleicht weg ist. Sehr geil. Also, wir werden gerade übel zersägt da oben. Das ist mir wurscht. Da können sie reinknuppeln, so viel sie wollen. So, du bist Zwubelchen, ne? Du bist. Ne, du bist Roadfader. Du kannst also ein Stück ran. Wollen aber nicht ganz ran, einfach so, ohne irgendwie was vorzubereiten. Wir wollen schon taktiert rangehen. Idealerweise können die nicht mehr so gut angreifen, wenn wir sie angehen. Nee. Für den Fall, dass die uns irgendwie versuchen wegzuschubsen. Der futtert irgendwas. Und jetzt rennt er weg, die Sau. Was ist denn das für eine Action jetzt hier? Hier geblieben. Du bist Zwubelchen. Na, damit ihr trotzdem hinterhergehen. Und zu Tillux machen wir dort unten den Fight mit. Er ist von meinen Leuten dran, der da. Du bist nicht. Ach. Nee. Der wird irgendwie ein bisschen aufgeschnitten, der Unhold, gefühlt. Auf den da schießen, 46. ...83, let's go. Geiler Hit. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr, deswegen rennt er schon. Sieht da halt 2 Unholde auf dem Haufen einfach. Beschäftigen. Ist schon spannend.
Treffer. Mit ersten Schritt rangehen sollen. Er wird hart zerlegt. Okay, jetzt. Aua! Das tat weh. Wir sind drei halt unten, ne? Ich muss einfach nur den hier oben erstmal mir vorknüpfen. Okay, du wartest erstmal, glaube ich, weil hier wollen andere Leute. Du bist Zwubu, no, du bist Zwubelchen. Da ist einer platt. Ey, der hat auf meinen Guten geschlagen. Hat auf meinen Sotilux geschlagen, ich glaube, es hackt. Jetzt wirft mein Sotilux durch die Gegend. Okay. Dann kann der hier aber mit rein. Schön zum Bluten bringen. Hier werfen wir Sachen ins Gesicht. So, verteidigt sich gegen den blöden Unhold. Da haben wir nicht getroffen, Alter. 90er Met. Ein Hits Unhold. Zwubel. 77, 99 gerollt. Das ist ja unglücklich. Schieß uns bitte nicht in den Rücken, Mann. Ich glaube, wir werden hier unten helfen müssen, jetzt mit rumgehen. Ist da aber schön einschießbar. Bist du auch immer noch schön einschießbar von dem hier, ne? Nice. Ja, geht natürlich jetzt ran, ihr blöden Idioten. Ihr blöden Idioten! Also unsere Bogendübis haben da jetzt gerade gute Schüsse gemacht auf die Range. Ab Unholde kann man übrigens nicht durch die Gegend schmeißen. Im großen Teil. Nur damit wir das mal im Blick haben. So, bitte stun. Oh, er rennt. Dann ist es eh wurscht, glaube ich. Dann können wir ihn in Ruhe weiter verknüppeln. Er da so wegrennt, weil er keinen Bock mehr hat. Ich kann mich hier hochgehen. Und du kannst auch mal mir hier mithelfen. Du hast keinen weiteren. No! Jetzt habe ich dem auf dem Silbertablett den Killing Blow geliefert. Das ist natürlich doof. Das war nicht der Plan. Oh, jetzt könnte. Aua! Er ihn hauen. Ja, du bist dran. Schneid ihn auf. Sehr schön. Das ist mein Killing Blow. Den Loot habe ich schon mal von meiner Seite. Er hat sich geheilt. Er heilt sich sehr wohl. Ist aber die ganze Zeit Militia dran, oder? Sepp, und dann kommen die Milizien-Sachen. Wer ist Sepp? Sepp ist da oben. Ich probier's, ihn zu killen. Schade, der zweite hittet nicht. Shit, ey. Der hittet auch nicht. 60. Yes, wieder ein Kill für mich. Dankeschön. Aber schon zwei von den vier Kills. Ey! Was soll das denn? Wer ist dran? Du bist dran. Da oben. Ist immer noch confident, seid ihr Schweine. Kleine Schweinchen. Oder besser größeren Schweinchen, sag ich mal so. So viel ist Sotilux durch die Gegend. Das ist mir irgendwie relativ wurscht. Du hast aber leider kein Defense schon, ne? Deswegen sollte ich mit dir, glaube ich, nicht versuchen rauszusteppen. Damn it, nicht gestunt. Wobei ich gar nicht weiß, man Unholde stunnen kann. Hier geblieben.
Keine Ausdauer mehr, ey. Er wirft einfach den Milizia-Dude rum und haut den kaputt. Das ist okay für mich. That's fine. Immer einen Schritt raus. Dann können wir hier wieder zwei schöne Schüsse machen. Sehr gut. Hier, dass jemand direkt die Plätze einnehmen da drumrum, die Schweine. War jetzt irgendwie Schweinchentag bei mir. Tja, wäre da mal nicht da hingegangen, ihr blöden Idioten. Wir haben wirklich wieder alles außer den Lowground hier, ne? Da ist noch Lowground, der ist noch frei neben ihm. Mäh. Das ist ja richtig doof. Da will ich aber eigentlich nicht so gerne hin, zu dem Lowground. Jetzt hat er den einfach... Die Sau. Muss ich doch zu dem Lowground. Er hat mir gerade einen Unhold-Kill geklaut, dieses Schwein. Schweinebraten hat er. Komm, bring irgendwie den hier um oder so, bitte. Militia-Unhold, bitte, kill einfach einen davon. Komm halt nicht ran, ne? Weil die einfach alles zugestellt haben, die Schwaken. Keiner von meinen Leuten kommt ran, ey. Oh, Mann. Jawohl, dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr geil. So will ich das doch sehen. Ich lass mal hier die Profis da ran. Wo ich irgendwie noch verletzt. Da komme ich nicht hin. Na gut. Da komme ich aber hin. Aber der Mensch hat den ran. Na gut. Nee, meine eigenen Leute habe ich Angst, dass ich die abschießen könnte. Oh, wo haben wir den mal? Ja, jetzt muss ich dann doch mal irgendwie laufen mit Revils. Wir hätten die Milizia vielleicht nicht mit reinziehen sollen. Mhm. Du stehst... Ach, come on. Geh doch. Geh doch. Ein bisschen XP. Das sind wichtig. Giant Skull and Bones. Die Sachen sind wichtig. Time to get paid. Das war ein sehr, sehr entspannter Auftrag. Moment. Oder auch nicht. Sacred hat es ja völlig zerlegt. Uff. Okay. Moment. Crushed Finger, du bist auch nicht getreated. Ja, okay, also, ja, doch, nee, war nicht ganz so entspannt, wie ich dachte, aber... Ging trotzdem schon ganz okay. Das andere war Webknechtshanden. Geht's mir dafür gerade gut genug? Du hast halt keine Ausdauer mehr, ne? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Du aber auch nicht. Ich würde dich, glaube ich, gerne behandeln. Also, dich wollte ich nicht behandeln. Melee-Skill. Und Rage-Skill, weil ein kaputter Finger. Ein gebrochener Finger kannst du so ausheilen. Wirst du ja wohl hinkriegen. Preis 40. Preise sind aber auch eine Katastrophe in letzter Zeit. Nee, wir lassen auch mal die Webknechte. Wir geben Leuten mal jetzt ein bisschen Erholungszeit. Sonst sterben die uns gleich weg. Ja, da haben wir nur einen großen Knochen gekriegt. War ein bisschen schade. Wie ist hier der Preis? 13. Oh Gott, die Preise werden ja absolut katastrophal die ganze Zeit. Disappearing Villagers. 114 zu Sandstadt. Ja, bei euch kann man nichts. Noch 200. Mensch. Ah, ich habe keinen Platz mehr für Kieses. Und das immer verkaufen, wobei euer Preis gerade nicht so geil ist. Wir gehen nach Sandstadt. Das sollte ein Erholungskontrakt sein. Jemand die Erzfest, aber da das Holz verkaufen können.
Oder generell die Sachen, auch die Silberware und so. Die wir die ganze Münze rumschleppen. Oh, Direwolves, hallo. Wie ist euer Preis? 19, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Hier, 591, let's go. So, nur eins von den Cannons. Swordlance, Polearm Two-Hand, 60 bis 80. Ist das besser als unser Billhook? 60 bis 80, 30, 140, ich glaube nicht. Glaube nicht. Nee. Aber dann können wir das Hookblade auf jeden Fall abgeben, würde ich sagen. Two-Hand-Skimitar. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Polearm brauchen. Ich glaube, wenn wir noch einen Backliner nehmen würden, würden wir einen Stunner nehmen. Von daher können wir das, glaube ich, verkaufen. Das können wir verkaufen. Die Falchions, die können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Und den Basics-Shit auch. Nur bessere Varianten. Irgendwann habe ich die 150er nicht zurückgegeben. Wir sind bei 10.000 Kronen. Und ihr nehmt unser Holz ab. Sehr geil. Dieses komische Essen wollen wir nicht super gerne behalten, weil das Krankheiten verursachen kann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Minus 7 für 125. Minus 9 für 140. Ist eigentlich gut dazwischen tatsächlich. Ist schon ganz okay. Warum haben wir denn das mitgenommen? Oh Gott. Oh Gott. Und wir nehmen nur zwei Schilde mit, wir haben ein ganz heißes Problem, dass wir zu wenig Platz haben, um den Loot mitzunehmen ordentlich. Wir haben die ganze Zeit das Problem, dass wir zu wenig Platz für Loot haben. Deswegen machen wir das so. Armorer, was geht hier ab? Erst müssen wir mal kurz gucken, wem haben wir denn die 150er Rüstung nicht wieder angezogen? Dir wahrscheinlich, ne? Würde ich mal behaupten. Eine bessere Rüstung haben wir ja nicht. Auch noch 130er minus 14. 130er minus 14 ist genau das gleiche. Du hast noch 110er, hast aber auch nicht so viel Ausdauer. Ist, glaube ich, ein Dodger. Du bist auch ein Battleforge, du hast aber schon 160er. Du bist ein Battleforge, du hast noch 150er. Ja, 130 habe ich einfach an niemanden abzugeben, so wirklich. Also ich könnte es ihm geben, aber er will ja eigentlich nicht auf die Nase kriegen. Von daher. Und du hast schon 140er. Einfach mal so. Bei den Bögen muss ich aufpassen, dass ich mir nicht die Sicht nehme, damit ich so weit genug schießen kann. Ja. It is what it is, I guess. Weaponsmith. The Three Prince Crescent. 50 bis 56 Damage. 20, 92, minus 8. Ich hab noch jemanden, der mit Skimitars spielt, oder? Hier. 20, 70, minus 6. 20, 92, minus 8 und mehr Damage. 50 bis 56. Bin noch nicht so, ob das wirklich geil ist, mit dem Skimitar zu spielen. Ehrlich gesagt. 10% Chance to hit. Frage ist jetzt, ob wir das kaufen wollen würden, weil es wirkt nicht so krass. Es macht halt gut Damage und ist gegen Rüstung relativ effektiv. Aber ansonsten, da, abgesehen davon. Oh, da. Da haben wir ein Two-Hand Mace. Wir haben Two-Hand Maces gesucht. Guten Appetit, Sono. Aber es ist eine Stufe 1 Two-Hand Mace. Mäh. Warum denn eine Stufe 1 Two-Hand Mace? Warum steht Sono eigentlich mittendrin? Das finde ich nicht so geil. Hier, lass den mal mittendrin stehen in Xeli. Auch, der hat 39 Defense und noch Dodge. Und Nimble obendrauf. Aber der hat nicht so viel AP tatsächlich.
Ja, wir also das Problem ist so ein bisschen, wenn wir das hier wegnehmen. Hat nur noch 21. Du wirst auf jeden Fall mehr Defense skillen. In den Bissen, die noch übrig sind, auch wenn der wenig Damage, wenig Injuries kriegt. Kein Flailer bei mir. Das ist auch echt doof. Flailer ist eigentlich voll gut. Jetzt habe ich, glaube ich, allen einen Nahkampfwaffen-Perk zugewiesen, ne? Ja, da auch. Wir könnten mal höchstens auf Flail bauen. Alle anderen haben jetzt einen Perk. Müssen wir reskillen. Ey, du hast keinen Perk. Masumodo, aber du hast auch einen absolut niedrigen. Wobei, du hast gerade einen Minus-Skill. Vielleicht wärst du dann ein Flail-Typ. Jemand, der mit Pflege zuschlägt, um die Gegner ein Schildsbissen zu ignorieren. Also, dass der Zweihand-Mace ist schade. Er macht nicht so viel Damage, wie ich es gerne hätte. Und ist vor allen Dingen super low-level. Im Armorer ist es, könnte man uns halt 210er Rüstungen gönnen. 260er Rüstung, holy shit. Der hat schon 270. Du könntest halt eine 210er tragen. Du kannst mindestens noch auf 27 Fatigue gehen. Würde ich sagen. Hast du auch schon eine dicke Rüstung und dicken Helm? Minus 26 wäre das genau. Wir haben jetzt eigentlich genug Geld erstmal, dass wir das uns holen sollten. Wir haben ja 50, wir haben gerade schlechte Preise. Prozentruf. Wie gesagt, wir sind am Erholen, deswegen Direwolves Scheiß drauf. Jemand Filz muss vorbeischauen, was da abgeht. Hier ist auch wieder Unhold. Also hier kann man wieder noch eine Unhold-Quest machen. Entsprechend teuer ist natürlich auch gerade alles. Hier ist noch ein Fletcher. Er hat noch einen dicken Bogen, aber Bögen wollen wir jetzt gerade hier gar nicht. Ab nach Gelbstadt. Drei Brigands. Ich glaube, die sind gleich down. Bringers of Peace. Aha. A Master Archer and some Mercenaries. Hired by the Umsis. Unsere Verletzungen sind wieder done. Unsere Frontline hat, glaube ich, auch wieder ihre Rüstung zurück. Müssen nur mit Zwiebeln ein bisschen aufpassen, wer da vorne drin stehen könnte sonst. Würd's gern probieren. Hab noch nie gegen andere Leute gekämpft. Gegen andere Mercenaries. Und die sind gerade hart in der Nacht im Nachteil. Wir haben auch nur zwei Leute ranged, wir haben drei, sie müssten theoretisch rankommen. Wir haben sogar einen Höhenvorteil. Nice. Nicht so nice. Oh, der will uns ein Schild abwerfen. 41, 51. Wirf mal nicht. Nicht dagegen. Wenn der den Skill hat, nee, dann will ich nicht hier hinlaufen, dann will ich das so machen und so, wenn er unbedingt rankommen will. Wirf du mal bitte auch nicht. Hier, zack. 70, Batz. Du bist hier oben mit. Er kann nicht mehr angreifen, weil er so weit rangelaufen ist. Natürlich doof. Au!
Das ist immer die Rangies, die sie hier immer noch treffen. Das ist echt unangenehm. Kann ich aber auch, guck mal. Das ist eine Rangies Kettenrüstung haben, Alter, what? 69. Schade. Zack. Alter, au. Der zweite Hit über Hindernisse. You don't hit anything, please. Der trifft halt trotzdem da rein. Yo. Overwhelm ihn mal. Hallo. Da haben wir keinen Overwhelm auf ihn mehr, ne? Wirf ihn ab, jawohl. Noch eins darf ich, oder? 62, zack. Nicht so gut. So, 71 hier, die Long Range Shots. Ja, jetzt ist er doof. Oh, das war dumm. Ich habe mich hier gerade von ihm komplett offen gestellt. Das war richtig dämlich. 21? Yo, what? Der hat Nimble und Quick Hands. Das ist ja, glaube ich, kein Dodge. Das wundert mich gerade ein bisschen. Overwhelm ihn. Du darfst mal bitte nicht mehr schießen. Als Schild, ne? Nur um verteidigen und einmal zuhauen. Saupradan. Ich da angehe und zuhaue, kann ich nicht mehr raus. Hm, 32, ey. Das ist ja echt miese. 67. Nice Shot. Der war geil. 57. Das ist nicht so nice. Zwubel, no! Als ob der Rangy von ihr so krass ist. Als Zwubel wurde schon niedergeschlagen. Das ist schlecht. Ich dachte, ich kann da hingehen, aber anscheinend hätte ich das nicht gedurft. Hallo, ich möchte gerne, dass du auch nicht abhaust. So, zack, scheiße, ey. War ein Ticken zu spät für Zwubel retten. Zwubel wurde niedergeschlagen. Ja, wenn der jetzt direkt wieder shit ist, dann haben wir einen Zwubel weniger. So, overwhelmen ihn mal ein bisschen. Noch ein bisschen mehr overwhelmen. Hallo. Verprügelt sie! Geht der unten schon rennen?
Ups. Einmal zugestochen, kann ich wieder abhauen. Ey, Max, schaffst du das doch da oben, oder? Du, der will da abhauen tendenziell, den müssen wir noch verprügeln. Nee, nee. Genau. Wir haben Zwiebel kaputt geschlagen. Oh, noch ein Master Archer. Was hast du gekriegt? Missing Eye, minus Range, minus Vision. Das ist vollkommen fein für Zwiebel. Das ist so ziemlich das Beste. Zwiebel ist jetzt der Einäugige. Das ist aber okay. Das ist wieder sehr okay. Den hätten wir auf jeden Fall ganz gerne. Das ist auch was wert. Alter, what? 200er Helm, gib mir. Das ist nicht so ein geiler Helm, glaube ich. 400 habt ihr dabei in Gold. What? Können wir, glaube ich, alles nehmen, oder? Ja, du bist jetzt, hast ein Auge verloren im ersten Fight. Das ist halt so. Aber wir haben heute, also heute ist auf jeden Fall Achievement Hunter on point. Ich tapp mal kurz raus. Wir haben heute schon 6 Achievements geholt, ja. Wir haben einen Brother auf 90 Range gebracht. Wir haben eine Holy Site eingenommen. Wir haben einen 90 Melees erreicht. Wir haben Level 11 erreicht mit jemandem. Wir haben eine Mercenary Company gekillt. Und wir haben einen Master Archer mit einer Range Weapon gekillt. Also, Achievement ist da. So, was ist hier so? Hier, Zwiebel. Wir fixen deine Sachen. Danushka the Worm Slayer. Minus 15% Damage inflicted, das ist eigentlich vollkommen okay. Ja, wir haben ja selber einen Arzt dabei, ne? Deswegen sollte eigentlich alles im Großen und Ganzen ziemlich fein sein. 21er Sell Price. Kaufen mal ein bisschen Nachtcerebrains. Wir verkaufen jetzt, glaube ich, auch den Heart of the Forest. Ich habe nicht rausgefunden, was ich damit machen kann. Weil das muss ein übelstes Late-Game-Rezept sein, was damit geht. Wir haben noch ein Heater Shield gefunden. Moment. Wir haben doch noch ein Leute mit ein bisschen Ausdauer, oder? Noch ein Heater Shield gebrauchen könnten. So ein Rotfeder. Zu wenig Ausdauer dafür. Man sieht mir das hier oben sogar. Das finde ich so geil. So, aber da, hier. Heat Shield. Heater Shield meine ich natürlich. Zubel hat einen. Wir haben irgendwie auf jedem einen Dolch, oder? Hier, wir können mal tauschen. Übernimmt mal so ein Modo erstmal, bis Zubel sich wieder ein bisschen erholt hat. Bullhook wollen wir auf jeden Fall reparieren. Den Dolch glaube ich nicht. Das schon. Uff. Das Ding kann ich, glaube ich, direkt verscherbeln. Bei dem bin ich mir echt nicht sicher. 200er Helm. Du hast einen 130er Helm. Let's go! Felix hat einen geilen Helm gekriegt. Du hast noch einen 105er Helm, oder? Aber du hast keine Ausdauer dafür so richtig. Minus 7 statt minus 5? Na doch. Kriegst du schon hin. Vor allem durch Brawny ist es nur minus 1 mehr. So. Dann haben wir jetzt hier noch einen 105er Helm übrig. Das ist dann so. Wir hätten hier aber auch noch was wir, wo wir fett ranbatzen können. Aber hier, bei dem haben wir schon, ne, genau, Sachen dran gepatzt. Und eigentlich will ich mir erst eine nächste fettere Rüstung holen. Weil du hast eine 240er Rüstung. Du kriegst das jetzt rangepatzt hier. Zack. Deli 280er Rüstung. Let's go. Let's fucking go. Wir können hier noch doppelte Sachen verkaufen. Wir hatten doch hier noch, das können wir verkaufen, während das repariert wird. Ein Bow können wir verkaufen, während der andere repariert wird. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. So, ein bisschen weniger auf Reserve behalten. Oder wir müssen halt doch mal 5... Ich gebe ja immer 5000 für den Esel aus. Das ist ja vielleicht smart, oder? Wenn wir jetzt immer so viel dabei haben. Wir haben 12.000. Let's go, hier. Kaufen uns einen Esel. Buy a card. Yes. Ja. Bei Wagon kannst du auf 10.000 kann man nochmal mehr. Jetzt haben wir ein größeres Inventar. Können wir hier 126 mitnehmen. Geil. Wenn ich ganz so sehr drauf achten. Wo müssen wir hin? Ach, nach Sandstadt. Das ist ja direkt um die Ecke.
Moment, dann bist du aber jetzt direkt. Wo ist denn Zwubel hier? Zwubel. The Blind. Du siehst nichts mehr. Du siehst nichts mehr. In deinem ganzen Leben. Erster Kampf, erstmal ein Auge verloren. Jetzt hat man hingeguckt, wo der Speer herkam. Watch the beer. It's. If it's worth work you are looking for, they are taking crown and hand over Gelbstadt. Okay, jetzt haben wir das gleiche gekriegt. Sehr, sehr gut. Hier ist gerade alles am Arsch. Hier hätte ich das Holz hinbringen sollen. Also. Wir kaufen sogar, die kaufen Holz doppelt gut. Dammit. 470, wir müssen mehr dafür bezahlt werden. Cargo to Haribad in Grafenhafen. Das ist zwei Städte oder drei Städte weiter nach Westen. Das ist in Auftrag nach Tannheim. Wenn wir Holz holen wollen, wäre das ziemlich smart. Das ist relativ günstig. Kill Marauding Greenskins around Bergau. Wie gut geht's meinen Leuten gerade? Orks killen? Nicht so gut. Deswegen würde ich vielleicht mal und vor allen Dingen. Ach, damit. Würde ich erstmal die Tannheim-Karawane annehmen. Tschüss. Scheiße. Da kommen gerade Südländer. Wollen die Karawane raiden. Bei Nacht auch noch. Uah, scheiße. Das ist richtig mies. Kann ich, glaube ich, schon mal hier runtergehen. Kann ich, glaube ich, schon mal versuchen, da den Highground vielleicht zu nehmen, um da irgendwie reinzusnipen, wenn die ankommen. Weil die wollen ja die Karawane haben. Die wollen ja zu uns kommen, auf jeden Fall jetzt. 17, das ist halt. Absolut disgusting. Der hat keine gute Defense, weil er kein Schild hat. Den sollte man irgendwie rausfokussen, wenn wir dran sind. Würde ich mal sagen. So, wir übernehmen den. Schade. Ich habe, glaube ich, ja keine Gunner, wenn ich das richtig gesehen habe. Du und du. Ein 78er, der wieder direkt schief geht. Das geht ja richtig gut los hier. Das geht ja richtig nice los. Wie ist damit verteidigen da oben? Alter. The fuck is happening? Komm, du gehst hier richtig schön ran. Bietest dich mal an. Geh doch. Meine Fresse. Muss erst wieder gute Jean kommen hier und mal einen draufsetzen. Zack. 53. Das geht halt trotzdem rein. Und da haben wir wieder zu sehr geklumpt, glaube ich. Oh, da hat nicht mal getroffen. Sehr geil. Oh, diesen Irr. Ja, diesen jetzt richtig eklig. Die bringen sie halt schön in Position für nächste Runde. Wir warten mal kurz ab, wo ihr hingeht. Shit. Okay, du gehst auf Sotilux. Ihr seid einfach nur am Defenden, damit die in der Backline halt Dinge tun können. Das ist so widerlich. Widerlich ist es. Habe ich gesagt. Du stehst halt genau da, wo ich reinschießen könnte, ne? Ist halt leider im Weg. Oh, ihr kommt jetzt hier reingelaufen. Das ist nicht gut. Aua! Jetzt wird er wieder rumgeswitcht. Ich könnte kotzen. Oh, das ist ganz schlecht gewesen. Da, dass der hier reinschießen kann, ist ganz schlechte Aktion. Nope, da komme ich nicht hin. Ich wollte hier auf die rauflaufen.
Ja, yeah, ich sehe es irgendwie nicht, dass wir hier... du musst hier den fangen. ...37, 17, 37. Ja, fuck you, Alter. Dann deff ich hier einfach nur. Macht euren Scheiß alleine hier, ey. Da war ein Hit dabei. Wie viel Defense hast du? 60. Würde ich mal sagen, versuch's mal. Einen zum Ofen. Sehr gut, danke. Sehr geil. Das war ein guter Hit, mal so ein Modo. 55 und wir geben hier nochmal ein paar Schritte raus. Ne, da bin ich im Nahkampf. Ich würde dahin dem eine geben und wieder raus. Hm. 19er Hit. Den nehme ich dann wieder. Also gar nicht so ein Klack, so ein Scheiß-Hit. War ein Drittel HP von ihm. Muss von ihm auf jeden Fall Shield wollen. Ja, 32 auf ihn, ne? Alles, was wir haben. Oh, guter Hit. Guter zweiter Hit nochmal. Komm, die Karawanen-Dudes hat doch irgendwie reingelummert. Ja, jetzt wird's da oben, glaube ich, problematisch. Au. Okay, das ist egal, wenn es die erwischt. ...68, komm schon. Yes. Overwhelm that shit. 62, hat einer getroffen. Das ist halt... Sono hat hier unten ein hartes Problem. Die sind auch hier komplett reingekracht in die Kacke. Ich brauch doch mal irgendwie Feuer. Gegen sowas. Sono, du machst einfach nur das und chillst eine Runde. Ja, hättest doch chillen sollen. Oh scheiße, du bist gestunt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, er hat nichts mehr zum Werfen. Let's go for stunning. Okay, jetzt muss er sich ein bisschen anbieten, weil hier ein Gestunter unter ihm ist. 23, 13, 3. Ich hab doch einen Arsch offen. Oh, den will ich nicht. Der kann zuschlagen dann. Wäre dumm gewesen. Finde ich gut, dass du dich nicht bewegst die ganze Zeit. Finde ich sehr, sehr nice. Gute Idee. Au. Ah, das hat wieder Karawanen, du, der da der Shit macht. Das ist dann okay für mich. Ach, Kacke. Der durfte ja nicht ran, weil er gestunt war. Aua, der ganze Overwhelm-Shit, ey. Ist eklig. Schade. Revels hilft mir irgendwie nicht so sehr. Wie viel Defense hat Rotfeder? 52. Aber er müsste dreimal... Oh, scheiße. Nativ ist... Dammit, ich wollte ihn weg nach hinten kicken. Oh, du bist aber nett. Guten Tag. Hier sage ich doch mal direkt Hallo. Jetzt war ich auch Schwedenbomben. Was sind denn Schwedenbomben? Vielleicht haben wir das mit einem anderen Begriff, würde ich mal vermuten.
Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, Tillux, wie viel Defense hast du? 60. Nope. Der kommt da nicht hin. Ist die österreichische Bezeichnung für ein Schaumgebäck, das in Deutschland und der Schweiz als Schoko... Ja, doch, das gibt's. Logischerweise. Der rennt sehr gut. Oh, ich auf den hauen sollen, ich Idiot. Ich hätte auf den hauen sollen. 45, 60. What? Der 88 oder 89 rollt. Ja, yeah, fuck you. Fuck you. 6. Ja, geil. 7. Arm of the Shield, Shield War. Ihr seid doch Arschgeigen. Stecht ihn ab! ...48, 35. Sehr schön. Zap macht da oben ein gute Work, gute Work. Das ist nicht so gut. Das tut immer weh. Also da, ich glaube, ich müsste hier mal... Scheiße, Rotfeder rennt gleich. Das ist ein Problem. Der rennt auch. Ich habe mein, wo ist mein, da ist mein John, den muss ich mal, glaube ich, runterziehen und mal hier Rally the Troops machen. Hoffen, dass es den Leuten wieder besser geht, ey. Darf ich hier hin? Darf ich schon, aber dann darf ich nicht mehr zuhören, weil der rennt ja auch, dem Maso-Modo, das ist ganz schlecht, wenn der rennt. Das ist ganz schlecht, wenn der rennt. Switchen die irgendwie noch komisch durch die Gegend, Alter. Alles klar. Kopf ab. Das läuft gar nicht gut hier. Dass da eine Raiding-Party auf unserer Karawane ist, habe ich irgendwie nicht so Schirm gehabt. Das habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Danke, einer gestunt. Wie weit darfst du gehen und das noch machen? Soweit. Sehr schön. Ihr lauft nicht weg. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. ...16, 24. Das ist halt... Puh. Oh ne. Du bist ja schon fast tot. Erst mal den Schritt hier raus, glaube ich, noch ein paar. Ich würde einen Rotfeder gerne ein bisschen im Leben erhalten und dich eigentlich auch. Oh, du darfst nicht mehr rausgehen. Er ist dead, den hat Sonic the Witch Hunter ganz allein gemacht. Die haben echt eklige... Skills. Und das ist ein Problem, weil, ja, oder das ist doppelt und dreifach ein Problem. Geh mal weg. Puh, ich treffe das halt nicht sinnvoll, ne? Auch wenn ich hier hingehe, oder? Sehr schön. Das ist ja ein riesenlanger Kampf, ey. Die haben alle jetzt so viel Rüstung. Ich könnte einen versuchen zu stunnen, aber ich habe keine guten Chancen, überhaupt irgendjemanden zu treffen. Und du hast generell schon ein bisschen viel auf den Sack gekriegt. Haben alle irgendwie schon ein bisschen viel auf den Sack gekriegt.
Ja, gut, dass ich Shield War gemacht habe mit dir. Funktioniert ja richtig gut. Ja, nochmal gestunt. Sehr, sehr geil. Hm, 58, 56. Dammit. Ja. 43. Mal gestunt. Let's go. Versuch ihn rauszunehmen. Nice, noch ein schöner Hit. Ja, ich glaube, wir können hier mal näher rangehen insgesamt. Haben wir noch eins dazwischen. Aua, no, die Leute wollen wieder rennen. Das ist schlecht, wo ist eigentlich mein... Ist Jean irgendwann mal gekillt worden? Uses Impain Hits. Nee, ich bin blind. Ich sehe ihn dann nicht mehr. Wo ist mein Bannerträger hin? Destructor, no! Ein 36er! Scheiße. Ja, damit ist es ein Problem hier alles. Wenn die hier unten jetzt alle rennen wollen. Übelste Materialschlacht, ey. 39, 53 hier. Also wieder ein Kopf getroffen, Mann. Warum denn den Dreckskopf? Ja, du hast halt übel wenig alles. Schade. Oh shit. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, der wird jetzt halt verprügelt, weil er weglaufen will, der Vollidiot. 55, 42, 50. Dann nehme ich doch dich. Sehr schön. So 30, 28. Okay, der 10% Bonus wäre geiler gewesen. Hör doch auf zu ballern, Mann. Hör doch auf zu ballern, Mann. Och, come on. Der 22er hätte mal hitten müssen. Jetzt stirbt er. Oder auch nicht. Ich bin irritiert, ey. Ich hätte ihn halt da unten gebraucht, in den ganzen Klump. Aber der ist die ganze Zeit mit dem hier oben beschäftigt, ewige Zeiten. Oh, der trifft halt auch nicht, ey. 36, 46, aber ich will dich eigentlich töten. Fuck you. Machen wir das doch so. Würde ich mal behaupten. Hör auf zu laufen, du Vollidiot. Alter. Du hast keine Defense, ne? Du hast nur 11 Defense, dann musst du da bleiben. Yes, du bist tot, okay. Einer down. Sehr schön, auch down. Jetzt können wir von denen hier oben da runter gehen.
Okay, du hast keine Ausdauer mehr für irgendwas. Nee, ich will eigentlich nicht, dass du stirbst, deswegen machen wir mal das. Und du kannst halt nochmal zuhauen für einen minus 10%. Oh, come on. Oh, er hat's nochmal belebt. Gott. Der ist halt noch echt ein Problem, ne? Weil viel zu selten der getroffen wird. Ich damit jetzt hochgehe, ist halt übel verletzt. Ja, Sacred hätte man vielleicht eher hier unten gebraucht. Er rennt. Hier geblieben. Dass mein Sergeant gestruck downed wurde, ist echt doof. ...56er nicht gehittet, no. Und du rennst auch. Und keine Ausdauer mehr für mehr als einen Schlag. Okay, du läufst, das ist sehr gut. Dann ist der schon mal sicher hier unten, der Sono. Unser Rotfeder hat noch ein Problem. Du hast keine Ausdauer mehr da oben, das ist doch alles scheiße. Xeli wurde gestruck downed. Leider Gottes. Eine Runde zu spät. Ganz entspannt, Leute, ja. Er rennt ja auch. Da oben ist der Einzige, der noch fightet. So wirklich. Du hast Ersatz. Ganz entspannt. Alter, was ein Kampf. Holy shit, Mann. Kommt ihr zurück hier irgendwie? Muss ich mal gucken. Du hast auch Ersatz drin. Alter Vater, was ein Kampf. Ja, dass eure Moral ist nicht gut, das kann ich verstehen. Das war eine übelste Materialschlacht. Ich glaube, wir haben nur einen, aber verloren aktuell. It's over. Minus Melee Skill, minus Range Skill, minus Defense. Minus Skill ist ein Problem. Xeli, minus Skill, minus Skill, minus Defense. Okay, also Xeli ist Katastrophe. Xeli werden wir setzen müssen. Das war aber der so gut tanken konnte. Ach, scheiße. Ach, scheiße, ey. Das ist echt Mist. Xeli war der so unfassbar viel Ausdauer hatte und deswegen die 82er, 250 anziehen konnte. Oh, Mann. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Dammit. Hier hätte ich vielleicht auch das Gift einsetzen sollen. Wenn ich es mal hätte, damit ich dann wenigstens Gift mache. Oh Mann. Ravels. Plus 4. Fünf. Drei. Und deine Archbow Archery. Dann haben wir nämlich unsere Ambition fulfilled, oder? Haben wir jetzt einen verloren. Eins, zwei, drei. Ne, haben unsere Ambition fulfilled. Alter, vor allem, wir sind hier in Sandstadt gestartet, ne? Das ist... Okay. Come on, jetzt aber abhauen. Ach komm, fickt euch! Fickt euch! Was ist das denn für ein... Alter... Meine Leute sind dead, 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 dead. Ich kann sie nur reinschicken zum Sterben. Come on. Es geht nicht. Können wir nicht machen. Können nur retreaten. Wir können nur retreaten.
Scheiß auf die Karawane, Alter. Ja, verteidige deine Karawane. Viel Spaß, Dude. Viel Spaß, ey. Oh nein, an unseren John ist jemand rangekommen. Oh no, der stirbt auch noch. Das ist doch scheiße. John ist dead. Unser Bannerlord ist dead. Schade. Schade. Ja, reagiert euch an den Eseln ab, wenn euch das hilft. Also es ist halt immer das Bittere, dass du so zwei, drei, mehrere solche schweren Kämpfe ineinander kriegst, ey. War nicht machbar, der Kampf, nicht mal ansatzweise. Wir haben keine Rüstung. Und wir sind wegen der scheiß Karawane auch langsamer gewesen. Ja, schlachtet die Esel ab, wie gesagt. Nicht unser Fight. Und John ist immer noch gestorben, Alter. Moment, damit haben wir unser Banner nicht mehr. Wir haben unser Banner damit verloren. Wir haben unser fucking Banner sogar verloren? Company Standard was lost. Kann man verlieren. Fun Fact. Oh Mann, jetzt ist aber das Game wieder auf voll in die Fresse rein. Oh Mann. Denn wir haben noch relativ viel Geld, aber... Pff. Dass es da den Leuten nicht gut geht, kann ich ja irgendwie verstehen. Muss ich ehrlich sagen. Holy shit, ey. War das viel ins Gesicht. Ist halt nur am Fight in letzter Zeit. Nur am fucking Fighten. Ja, ich brauche. Was habe ich jetzt verloren? Wir haben Zwubel noch, den wir jetzt natürlich reinstellen können wieder. Ich glaube, dass ich irgendwann noch hole. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen low machen. Wir haben noch drei Ranges, wir haben unseren Bannerlord verloren. Wir haben einen Backliner verloren damit. Wir bräuchten jemanden mit hohem Resolve, der den Banner übernimmt. Irgendwann, wenn wir wieder einen haben. Würde ich sagen. Ja, wir brauchen tendenziell Frontliner immer noch. Oder mehr Damage, also wir brauchen einfach mehr Damage. Ja, du bist zwar hier nett, aber das ist übel dumm. Und der Rest ist so okay. HP, okay. Resolve, puf, nee, irgendwie auch nicht. Fatigue-Stern, HP-Stern, Night Owl plus Vision, Initiative, okay. Bei Defense anfangen, dann kriegt er, glaube ich, im Durchschnitt 20, kommt auf 23. Das ist halt viel zu teuer dafür, dass er 23 nur kriegt als Defense. Würde ich sagen. Und Backliner, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr. So, was ist das hier? Bergau. Nee, ich dachte, Bergau will ich nicht. Danke. 2500. Hunter und Lindwurms. Nee, ist auch nicht. Danke. Habt ihr irgendwas, was ich mitnehmen kann zum Handeln? Ihr habt Ambush Trade Routes, ne? Ja, das ist halt teuer. Moment, aber Ambush Trade Routes heißt, kann man gut verkaufen. Nein, falsches Menü. 21, ja, dann hier. Gib mir den ganzen Shit ab. Da. Die. Da haben wir was.
Und das sind sowieso die lowpreisigen. Ja. So ungefähr. Das ist so übel, ey. Wir haben jetzt gerade, das hier nach Reihenfolge, wir haben Ben heute verloren und wir haben Jean verloren. Jean hat über 100 Battles für uns gemacht und 130 Kills. Der hat fast einen Kill am Tag gemacht. Da ist Ben eindeutig der Schlechtere gewesen, ey. Ah, dammit. Dammit. Ricky haben wir auch nicht mehr, ne? Ricky ist auch wieder dead, oder? Bruno, Felix. Felix ist immer noch am Anfang an dabei. Masumodo, Rotfeder. Jean war doch auch Level 11. Ne, Segura Level 11, aber Jean war irgendwie Level 10. Alter, scheiße. Vanyushka, Wormslayer, Satilux, Zwube, Xeli, Zap, Sacred, Revels, Sonics. Sonics ist schon echt lange dabei. Ich glaube, einer unserer Starter. Ne, unser Starter war er nicht. Ben war unser Starter-Range. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Ranged hinten haben will. Ehrlich gesagt. Wir gehen mal nach Filzmoos. In Filzmoos, da kann man sich aufs Filz legen und rummosen. Da geht's gut. Also Geld haben wir noch genug. Wir brauchen mal wieder was zum Reparieren tatsächlich. Ach, fuck you. Fick dich, Spiel. Ja, wir müssen wieder umdrehen. Können nicht 20 Brigands machen. In unserem Zustand. Ach, come on. Dann gehen wir halt nach Himmelsdorf, Mann. Also jetzt ist gerade wieder der Wurm drin, jetzt ist gerade wieder Setback, bevor wir wieder uns recovern. Bevor wir uns wieder recovern, was habt ihr hier? Karawane. Nach Orkna, das ist halt arschweit weg. Wir wollen eigentlich hier gar nicht im Süden sein, weil hier wird immer von den Südländern rumgefightet. Übrigens müssen die eigentlich von hier unten kommen, um das da einzunehmen, der vor uns da. Buch. Green Camp. Haste played in the Old Gods has been rewarded. The Holy War is over and the Northerners stand victorious. Songs fill the air as crowds move as a mob. Fists pumping, flags flying, becoming briefly uniform in a shared sense of piety. You stand by the wayside. Your shoulders are already weathered. Rest in adornments, breads, necklace, things of no material value, and yet they bear some weight which the wearer can only find by looking in the eyes of those who hand them. Of course, certain dignities go unrealized in the celebration. The bodies of the defeated are put on display, thrashed in ways meant to satisfy the old gods that are watching, and holy totems of the Gildar are mocked, desecrated, and ultimately burned. And it is indeed certain that not a joyful soul will recognize you as a force in this cheerful culmination. You've merely slipped right into the background once more. Sellsword, crownling, interloper, but the White Ravens made a small fortune in the religious endeavors. Despite the smiles and laughs, you know that strife such as this is buried in the mind, not in the earth. And someday someone or something will come and resurrect it, and there the company will await another glorious payday. Or perhaps now would be a good time to put up the sword and enjoy your crowns. You've won. Battle Brothers is designed for replayability of and for campaigns to be played until you've beaten one or two late game crises. Starting a new campaign will allow you to try out different things in a different world. You can also choose to continue your campaign for as long as you want, just be aware that campaigns are not intended to last forever and you're likely to run out of challenges eventually. Red Raven need their commander, it's time to retire from the mercenary life, end campaign. Wir könnten am Ende angekommen sein von unserem Holy War. Tja, ich hab auch Hunger. Ich glaube, wir würden retiren und einen neuen Kampf anfangen.
Wir haben tatsächlich, glaube ich, mit dem Besiegen von der einen Karawane dann ein bisschen zumindest dazu geleistet, ey. Wir retiren. Leaving a mark. It is said that the godlier the man, the more human the god. When the religious shatterbelt between North and South exploded, all manner of religious chiselers washed across the holy transom. The sacred sword deified their own spirits, sharpening the utility of war as if it were the gods themselves which commanded it. Hope they did, but ultimately all you were concerned about was that the white ravens serve itself. Elder, old gods, all you cared about were your own pockets, and by the end of all that holy nonsense, they were quite full indeed. While the White Ravens continue on with great success, Sonic the Hunt eventually saw fit to leave it all behind. He returned to the forests and fields, hunting deer and small game. He rarely showed the grim reality of hunting humans. Showed the grim reality of hunting humans, but you have to imagine he's just rather stop doing it. As far as you know, he's doing well for himself these days. He purchased a bit of land and helps guide nobles on pricey hunting trips. Aha. Also Sonix hat das irgendwie, glaube ich, dann übernommen, nachdem wir retired sind. Und der ist aber jetzt auch in Ruhestand gegangen und hat sich halt ein bisschen Land gekauft und veranstaltet Jagden für die Adligen. Adventurousness never leaves the soul of a man like Sir Tilux. Retired from the White Ravens and instead of returning to his noble family, headed south. Word has it he fought in a great noble civil war, killed an orc warlord, climbed the highest mountain in the land, and is currently writing an epic about his travels. Das wäre unser abenteuerlustiger Adliger, ne? With retirement from the White Ravens, you actually find yourself with proper time to mull over these old gods and the Gilder. Maybe there is some truth to one or the other. Perhaps they are both correct. Or and you weigh these thoughts gingerly. Perhaps neither is right. But these faiths are not alone, it seems. Religious uprisings are springing up everywhere. Cast out in debris of the religious wars, no doubt. And just the other day, a third major entrant arrived. One you've come to be all too knowledgeable about, a disciple of Dafkul. As he professed his thoughts on the dark and the arcane, you shut the door on his face. Maybe another time, you've wood to chop and a sock drawer to organize. 220 Punkte haben wir gekriegt für die Kampagne.